Vielen Dank für diese kurze Einleitung. Sie sehen, ich bin dem Markt abhold, dem Museum und dem Fürstendienst in Tradition und möchte Ihnen heute einen kleinen Blick geben in die Schein- und Ideenwelt des Fürsten Pückler in Branitz. Vielleicht so, ich bin eigentlich jetzt schon enttäuscht, weil ich habe mir hier eine wilde Schlägerei erwartet, aber hier sitzen keine Denkmalpfleger. Und insofern bringe ich jetzt noch mal einen Blick, der weniger an Sie gerichtet ist, die Sie mit in erster Linie papierenen Quellen der Überlieferung des klingenden Erbes vor allen Dingen, wie wir gehört haben, sprechen, sondern ich bringe Ihnen noch mal einen Blick in 600 Hektar mit 30 Gebäuden und vor allen Dingen über 25.000 Bäumen, die das Kunstwerk ausmachen. Und Sie können sich vorstellen, dass es ein bisschen einfacher ist, ins Fontana-Archiv ein Blatt Papier in den Keller zu sichern, als unsere ohne dies sich schon selbst, ohne unser Zutun, bewegenden Kunstwerke, nämlich die Bäume, die diese Kunstwerke verändern, zu gestalten. Und dann haben wir noch so einen Typen, da drüben sitzt er, der mehr Schein als Sein, mehr Sein als Schein war, der ein Schriftsteller war. Und wenn man sich genau anschaut, was der so den ganzen Tag gemacht hat, dann ist es Erlebtes, Rezipieren auf Papier im Tagebuch, dann sind es die Briefe, manchmal mehrere über das gleiche Ereignis an unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Konnotationen und Wertschätzungen, von Sklaven angefangen bis zu ganz normalen Dingen des Alltags. Es sind die gedruckten Tagebücher, die wieder etwas ganz anderes als die Originale dargeben. Es sind die Publikationen dieses hagestolzen, sendungsbewussten Dandys aus Preußen, Katholik, Protestant, wie auch immer. Und es sind die Publikationen und es geht so weit, da habe ich gerade bei Barlach dran denken müssen, dass wenn wir dann mal wieder ein Tagebuch finden, das von ihm nicht ediert und publiziert wurde und auch nicht mit Ludmilla Assing herausgegeben worden ist, dass dann die Gräfin sagt, dass die wilden Sexszenen in London doch bitte rausgeschnitten werden sollen. So stehen wir also alle an den ähnlichen Problemen. Und ich habe mal ein Beispiel gebracht, bevor ich Ihnen drei Problemstellen im Erbepark Branitz darstelle. Was sagt Pückler eigentlich zur Kopie? Es ging mal darum, einen Dannecker zu kaufen und die Fürstin sagt, nee, das wollen wir alles nicht, ist ja nicht der Originale. Und er antwortet ganz keck, wenn ein und derselbe Künstler denselben Gegenstand auch mehrere Male bearbeitet, so ist ein Werk so gut wie das andere. Original und das erste nicht mehr eine Kopie als das letzte. Denn schon die Marmorstatue ist aus dieser Art eine Kopie, da das Modell in Gips schon lange Kenner und Nichtkenner entzückte, ehe nach der Marmorblock in Carrara losgeschlagen worden war. Stoff und Form muss der Künstler unbedingt in seiner Gewalt haben, wenn die Idee, und das habe ich jetzt mal eingefärbt, nur erst in seinem Inneren entstanden und gereift ist, also eine zweite oder erste ist, ganz die nämliche. Soll heißen, das große Digma des Barock, der Inventione, ist ihm hier ganz wichtig und spricht eigentlich sehr viel für die Kopie. Und ich hatte angedeutet, wir können nur in kopierten oder kopierfähigen Duplikaten leben, denn wenn wir uns anschauen, wie Pückler zum Beispiel seine Pyramiden, und da fällt uns natürlich auch eine der großen Kopieideen der Kunstgeschichte oder Rezeptionsgeschichte von Gizeh nach Branitz ein, wenn wir uns seine Pyramiden in dem Zustand, wie er den Park sah, 1872, ein Jahr nach seinem Tod, dann sehen wir, dass sich dieser identische Ausblick extrem verändert hat. Sehen wir hier noch die Silhouette der Schornsteine der Stadt Cottbus, also die Skyline vor den beiden Pyramiden und noch einen natürlich schmählichen Wuchs, wissen wir, dass das Kunstwerk Pücklers noch nicht vollendet war. Er selbst ging ja mit den großen Baumverpflanzwagen daran und hat riesige Bäume in seine Bilder geschoben, die er zu erleben nicht vermochte. Wir haben da oben ein Bild von 1910, schwer zugewachsen, schwer vernachlässigt. Man sieht weder die Stadt noch ordentlich die Pyramiden und auch dieser Berg, auf dessen Höhe hier das Aquarell und da rechts das Foto von letzter Woche oder vom letzten Sommer entstand, zeigt, hat sich verändert. Nur bei genauem Hinblicken muss man sagen, ist das nicht die Kopie der Kopie der Kopie, sondern immer noch das Original. Wir sehen dann aber auch so Sachen wie
das, was im Park getan worden ist, gegen den Zahn der Zeit. Irgendwann krachte mal die ägyptische Brücke zusammen, 1936. Es entstand irgendeine andere. Dort oben sehen wir sie. Und irgendwann waren auch mal die Rasenstufen der Pyramide, der Landpyramide, durch den Rasenmäher um 90 Grad Winkel fahren, nicht mehr zu erhalten. Also entstand dort oben nach dem Krieg in völlig vernachlässigtem, nadelholzbewachsenem Gartendenkmal irgendwas, was nur noch der Schein des Originals zu sehen sei. Und es ist Praxis in Branitz, das muss man so auch sagen, und auch das sind natürlich Geschichten, dass hier rekonstruiert wird. Im Geiste von und in die Nähe gebracht von. Wir nehmen hier dieses Foto von um 1900. So sieht es heute fast wieder aus. Die ägyptische Brücke ist rekonstruiert. Das böse Wort der Denkmalpflege, aber es ist hier die Schicht wieder aufgemacht worden, über das, die wir lang sprechen konnten. Und es ist diese Brücke dort oben wieder verschwunden. Und es ist im letzten Jahr gelungen, auch die Rasenstufen wieder zu machen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, aber man könnte es zweifelsohne unendlich tun. Es gibt viele gute Begründungen, warum wir so tun, warum wir glauben, dass die Schichte der DDR-Vernachlässigung und der Verwilderung unter der gräflichen Familie nicht die wichtige oder bildprägende Schicht ist für das Publikum und für die Experten als die fürstliche. Aber Sie sehen auch, was auch da schon fehlte, 1900, die Fahnenstange weht heute wieder. Vielleicht geht es manchmal auch zu weit. Das war eine Fahnenstange in Holz, die auch bei Pückler nur 10 Jahre überlebte, heute die Fahne flattern lässt, die gräfliche, an einer Stelle, wo eine pücklersche Fahne war. Aber vielleicht geht es an manchen Stellen zu weit. An manchen Stellen, glaube ich, ist es aber auch genau richtig zu rekonstruieren. Ein Bild aus dem Schloss. Ja, das ist immer der gleiche Raum. Oben links der Bibliotheksraum, nachdem das Schloss gerettet worden ist. 1945, die gräfliche Familie zieht aus. Und ein Heimatmuseum, das der Stadt Cottbus, zieht ein. Und das brachte dem Schloss die Rettung, denn eigentlich hätte es abgerissen werden sollen. So waren viele Pläne. Ein Heimatmuseum kommt aber nicht mit dem ganzen fürstlichen Klimbim aus. Die Bibliothek wandert die wir hier unten im originalen Zustand auf einem Foto von 1910 sehen. Die Bibliothek wandert nach Potsdam und die Bibliothekskästen wurden den Museumsmachern von 1946 folgende zu den Grundlagen der neuen Vitrine, die wir hier oben sehen. Altes Holz, neue Vitrine, aber komplette Zerstörung. Und es waren dann Dreharbeiten für einen Alexander von Humboldt-Film, die Filmset-Leute an die Arbeit der Museumsleute brachten. Die haben nämlich in dieser Bibliothek da oben wieder so eine Bibliothek nachgestellt. Und weil so viele Postkarten verlangt worden sind von der Bibliothek, die da war, aber nicht mehr war, begann in Branitz in den 80er Jahren eine riesige Diskussion um Rekonstruktion und Wiederherstellung. Das Ergebnis sehen Sie unten rechts. Die Bibliothek ist wieder da, die Buchbestände sind da. Und vielleicht für Sie, wir zeigen dort unten ein Exemplar des berühmten Romans, den Brief eines Verstorbenen, ein Geschenk der Königin Elisabeth, ein Original aus der Zeit Pücklers, das nach Windsor gelangte und das die sozusagen im Staatsbesuch zurückgeschenkt haben. Dieses verschleißen wir im Licht mit den Besuchern hier vorne in der kleinen Vitrine. Was wir nicht verschleißen, verzeihen Sie meinen kecken Ton, sind da oben die Briefe. Die liegen in vielen Archiven, in erster Linie in Krakau und bei uns in Kopie. Auch das ist eine umstrittenste, lieber Samuel Witwer, Sie wissen es, museumspädagogische, aber museologische Streitposition. Die Leute sind so begeistert und beschimpfen uns im Buch, dass wir die Originale hier liegen lassen. All dies sind Kopien, aber so genau und so klar, um das zu erreichen, wo so beeindruckend gesprochen worden ist. Die Ideen, Konzepte, die Emotionen des Originals und eine Empfindung im Schloss Branitz zu wecken. Denn wir sind ein Dichtermuseum und der Dichter muss gelesen werden, aber die Aura seines Ortes, der Gestaltung soll gezeigt werden. Und manchmal ist es so, wie in diesem Salon, dem grünen Saal, von dem wir nicht wissen, wie er zu Pücklers Zeiten genau aussah. Das ist eine frühklassizistische Gestaltung. Und dann hat die gräfliche Familie, als man zum ersten Mal dokumentierte, alles Mögliche da hineingeschoben, von dem wir eigentlich nichts mehr haben. Und in der DDR-Zeit gab es noch die Wandfassung und
scheußliche Stühle, aber nicht mehr so den Eindruck dieses Raumes. Und wir haben auch wieder lang diskutiert, was wir mit diesem Raum tun. Natürlich, der Tisch steht, wo er steht. Der Mendelssohn-Flügel ist auch wieder zurück. Aber wir haben etwas zurückgedreht, was auch schon die Gräflichen nach 1871 verändert hatten. Sie sehen die Decke. Das war denen einfach zu schinkelsch, zu blau, zu verrückt. Und wir haben uns entschieden, wir gehen zurück auf die Pücklersche Schicht, auch wenn wir nicht alles, auf die fürstliche Schicht, auch wenn wir nicht alles nachweisen können in diesem Raum. Aber es gibt wenige Dinge, und das ist kriminalistisches Gespür. In den Vertäfelungen gab es noch Fetzen des Teppichs, es gab noch die Reste, und wir haben in einer verrückten Aktion der Ausschreibekunst der Öffentlich-Rechtlichen geschafft, dass die Produktion von damals, nämlich in Schneeberg im Hirschberger Tal, genau den Teppich 150 Jahre später noch mal weben durfte an der gleichen Stelle. Jetzt liegt er da in Knallblau, befremdet so manchen, aber er ist eine mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit größtmögliche Kopie des Originalen, um all diese Punkte zu verwirklichen. Ich will Ihnen eins zeigen, das natürlich Rekonstruieren, das habe ich erwähnt, zu Branitz ein Stück weit gehört, denn die Schichten der Verdrängung, Veränderung, Zerstörung waren so groß. Aber diese Schichten können sich auch selbstständig machen in ihrer Rekonstruktion. Und wir wissen alle, und das ist einer meiner letzten Punkte, wer rekonstruiert, macht sich auch schuldig. Ich will es an einem Beispiel des Venusbeetes darstellen. Vorm Schloss, gesagt, getan, das Schloss entsteht. Die Pückler schafft eine Skulptur von Canova an, nicht das Original, sondern eine Kopie der Kopien, und möchte sich die hier vors Schloss stellen. Die Fürstin sagt, wie es geht, gesagt, getan, da ist sie. Der Fürst sah selbst nur im Original in Rom Canova bei der Arbeit und sah dann in London nochmal, so kam er auf die Idee, die Kopie aus dem Atelier. Aber wir haben gelernt, da sieht er noch keinen Kopiecharakter und kauft sich dann von Deveran hier in Berlin eine Kopie. Und wenn wir uns, kurzer Exkurs, die Geschichte von dieser Skulptur anschauen, sehen wir, dass mehr Kopie eigentlich fast schon gar nicht mehr geht. Denn es ist eine Erfolgsstory des Kopierens. Praxiteles Original verloren. Kleomenes Venus de Medici in den Uffizien, wir wissen es. Eike Schmitz passt drauf auf und macht vielleicht einen digitalen Token gerade draus. Napoleon wollte die mitnehmen nach Paris, ist ihm nicht gelungen, also hat er Canova beauftragt, eine Kopie zu machen. Die ist die zweite von rechts. Sie sehen, Canova macht schon dann doch nicht mehr nur noch eine Kopie, sondern eine sehr eigenständige Veränderung. Vom Stich Canovas wahrscheinlich arbeitet Deveran da drüben. Deveran, ein Berliner Gießer, arbeitet nicht in Marmor wie Canova, nicht in Bronze wie intendiert, sondern im modernen Zinkus. Und so steht sie dann. Hier gibt es ein Foto aus Branitz, auch in Branitz. Als die allerdings den Krieg nicht überlebt hat, haben sich die Wissenschaftler entschieden, in den 80er Jahren, vollbracht 95, das Zinkusmonument nach dem Original der Tribuna, da steht sie nämlich heute, die Venus von Canova, nachzugießen, in Bronze. Zinkus sollte sparen, aussehen wie Bronze, funktioniert nicht, technischer Mangel, geht schnell kaputt, also wurde eine Bronze gegossen. Und Sie sehen, das sollte ein kleiner Scherz sein, die Geschichte von dieser Venus geht bis Kitsch und Krempel da unten rechts noch weiter. Es gibt es nicht in Branitz, nicht angekauft, sondern es soll zeigen, dieses Erfolgsmodell lebt bis heute. Aber dieses Erfolgsmodell in Branitz vor dem Schloss, hier sehen wir es noch unbepflanzt an der Pergola, dort mit Venus, war eigentlich noch viel mehr. Und seitdem man sozusagen die Venus wieder hatte, denkt man in Branitz darüber nach, das noch viel mehr zu vollenden, weil Pückler selbst auch 20 Jahre seines Lebens damit beschäftigt ist, diese Figur anzureichern, um das, was Sie da oben sehen, um weitere Skulpturen, Kandelaber und Güsse. Die verschwinden, als nach dem Zweiten Weltkrieg dort Volkstanzgruppen auftreten, alles zerschlagen, alles kaputt. Nur in
in Überresten, gleiche Stelle, gleicher Ort mit der sozialistischen Tanzgruppe. Und es wurde dann gesagt, was haben wir denn eigentlich? Und die Quellenlage ist eigentlich ganz gut. Schlüter für Deveran, fürs neue Museum, da kommen die nämlich her, die Tritonen und all das, was da unten steht, ist überliefert. Und es gibt die auch noch in Berlin im neuen Museum, weil es waren seriell hergestellte Kopien. Dort sehen wir die Trionen im Neobitensaal und von denen auch sind die Abgüsse genommen worden für Branitzer Nachgüsse. Jetzt mal ganz kurz, da rechts sind sie wieder in Bronze. Was also in Zinkus verloren worden ist, ist von einem anderen Nachguss dieser Serie abgenommen und nachgegossen werden. Man kann über das Material streiten, aber nicht über die Art der Kopie, die ist authentisch. Es gab dann die kleinen Knaben auch noch, die wir sahen. Die saßen im neuen Museum, da sind sie verloren. Sie saßen in Branitz, da sind sie verloren. Sie sitzen noch auf der Roseninsel im Starnberger See. Da waren sie allerdings nicht erreichbar, weil der Hubsteiger im Schlamm oder auf der Fähre versunken wäre. Hier konnte man keine genauen Abgüsse nehmen. Es gab sie allerdings noch in Klein-Glienicke. Der Vorteil der Kopie, da haben wir ihn. Hier im Hof von Schloss Klein-Glienicke saßen sie rechts und links der Ildefonso-Gruppe, haben sich allerdings nur in Zinkus-Überresten erhalten. Und so gingen wir daran. Wir hatten ja den ersten Schritt gesetzt und haben sie in Computersimulation digital nacharbeiten lassen. Wir haben die originalen Teile der Kopien aus Klein-Glienicke einbezogen. Und natürlich, ja, ein Bildhauer hat das Verlorene, und da sind wir beim bösen Wort, der Denkmalpflege rekonstruiert. Aber auch das ließe sich, glaube ich, noch rechtfertigen, wenn nicht noch das da wäre. Ich will sagen, es ist wie ein Strudel, den man da hat. Es gab nämlich noch diese Kandelaber. Und diese Kandelaber sind auch aus den Deveran-Stichen, sind aus Vorlagenwerken von Strack herzuleiten. Und dann braucht es schon ein bisschen mehr Fantasie, um das zu machen. Aber auch das ist irgendwie, da rechts sehen Sie jetzt das gerade entstandene Gipsmodell, auch das ist noch rechtfertigbar. Aber da sieht man, wenn über 20 Jahre Ideen geboren werden, jetzt wird's kriminell. Denn da war noch viel mehr. Pückler denkt 20 Jahre darüber nach, was er da eigentlich machen will. Und er erfindet zu den Vorlagen von Canova, zu den Abgüssen von Stühler und Strack, die in dem Arrangement stehen, kleine Kandelaber. Und diese Kandelaber sind ihm so wichtig, er schreibt so viele Briefe, er macht so viel mit den Klempnern, Dobberstein, Kittel und Bricks herum. Da geht es also wirklich hin und her, dass die Stiftung sich entschieden hat zu sagen, es scheint ihm so wichtig gewesen zu sein, dass wir die Imagination von einem beleuchteten Venusbeet, und das ist natürlich too much is not enough, wirklich im Geiste Pücklers, angeht. Aber wie sahen die aus? Wir haben keine Teile. Wir haben nur diese miesen Fotos da oben rechts. Und insofern haben wir gesagt, hierfür wird kein Steuergeld fließen. Diese werden abnehmbar sein. Und unser Verein war nicht zu bremsen und hat das Geld gesammelt. Und momentan sind wir aus den Überresten, aus den Analogieschlüssen, aus anderen Dingen dabei, man kann es nicht anders sagen, dieses Experiment anzugehen. Sie sind reversibel und wegnehmbar. Sie atmen den Geist, das mehr Schein als Sein Pückler. Und deshalb gehen wir es an. Und ich bin mir sicher, das ist streitbar und umstreitenswert. Und deshalb habe ich für die Denkmalpflege, deren wilde Rumor ich hier heute erwartete, geschrieben, wer rekonstruiert, macht sich schuldig. Und wir machen uns hier schuldig. Aber warum machen wir das alles? Um den Zeugnischarakter Pücklers zu stärken, um zu sehen, wie man sozusagen wie eins ins andere dieses Gesamtkunstwerkes greift, um diesen Ort erlebbar zu machen und um auch ein Publikumsinteresse neben all dem, was wir als Fachwelt sind, im feinsten Sinne und mit allen Abstufungen und allen Einordnungen. Und deshalb stehe ich hier und biete mich Ihren Kritikworten an, wieder einzubringen. Denn wir wissen so vieles, und da oben steht die Venus wieder und hier unten stehen jetzt schon die Modelli der wilden Getiere. Wir wissen so vieles und wir machen es eigentlich, und da bin ich im Bogen ja auch hier, wie mit den Pflanzen. Denn die Pflanzen Pücklers waren verloren, aber die rundlichen Gräser und die archivalisch nachgewiesenen Vergissmeinnicht und blauen Blüten, die wie eine Meereswoge Venus
entsteigen lassen, die Skulptur entsteigen lassen, aus diesem Kreis der Tritonen, Neroden und Panther, ergibt nur zusammen ihren Sinn, an dem Pückler 20 Jahre lang Briefe schrieb, dass wir uns dieses trauen, denn wir tun es fürs Publikum und für die Aura des Ortes. Und wenn Sie keine Äpfel werfen, dann bin ich froh, Sie einladen zu können nach Branitz und ins Diskussion zu treten. Denn wir wissen, was wir tun, aber wir wissen, wir machen vielleicht auch Fehler, aber wir sind da bereit, sie zu begründen. Und das ist die Aufgabe von uns Museums- und bewahrenden Institutionen, auch zu erklären, was wir dort machen. Aber wir tun es immer und das ist ganz wichtig für das Publikum. Vielen Dank.